Der Bürstner Campeo C600 Black Forest. Eine Sonderedition von Bürstner mit Aufstelldach. Und wenn ihr den mal näher kennenlernen wollt, dann bleibt dabei. Heike erklärt euch, wie das Fahrzeug aussieht. Viel Spaß! Herzlich willkommen mal wieder bei Dümo TV. Heute möchte ich euch den Bürstner Campeo in der Black Forest Ausstattung einmal zeigen. Ein sehr spezielles, außergewöhnlich designtes Fahrzeug. Hier in der Version haben wir es mit dem Aufstelldach zu tun, einer tollen Folierung, die das Motto widerspiegelt. So, da habt ihr schon mal den Blick ins Innere mit dem geräumigen Laderaum, mit dem leicht zugänglichen Gasfach im Heckbereich, genügend Fenster für ein gutes Raumklima. Der Black Forest hat ein paar ganz besondere Ausstattungsmerkmale. Fangen wir mal mit der Küchenzeile an. Die ist schön gleichmäßig groß. Kocher mit Piezozündung, Spüle und ein bisschen Abstellplatz, was ja auch immer gut ist. Kühlschrank von vorne auf, sprich, wenn man vor dem Fahrzeug sitzt, erreichbar. Mal an ganz anders. Ansonsten geräumige Schubladen. Super, zwei Steckdosen im Kochbereich. Und wie ihr seht, sind die Schränke oben auch nochmal mit einer schönen LED-Leiste versehen. Die Lämpchen zum Lesen könnt ihr verstellen und die kann man auch separat ausschalten. Also wenn man sagt, das ist mir zu hell, mache ich halt eins weniger an. Ein Bad gibt es natürlich auch mit einer ganz besonderen Tür. Diese Push-Geschichte. Man hat ein bisschen mehr Platz, viele Fächer, ein funktionelles Bad, sprich ihr habt nicht zusätzlich verlorenen Raum für eine Dusche, die meisten Camper ja eh nicht jeden Tag benutzen. Und ganz toll, ich habe ein Fenster im Badezimmer. Mit dem Black Forest könnt ihr übrigens nicht nur in den Schwarzwald fahren. Natürlich auch ein schöner Urlaub am Meer ist damit möglich. Wenn euch das Fahrzeug interessiert, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Sitzgruppe hat ein schön breites Polster. Also man kann hier richtig bequem sitzen. Und der Tisch, wenn man denn mal wirklich Besuch bekommt oder wirklich mit vier Leuten unterwegs ist, kann ich den verlängern. Ein wichtiger Punkt, ich zeige da mal hin, der hat ein Aufstelldach und oben noch mal ein gut bequemes Bett für mindestens zwei Erwachsene. Und wenn ich dann meine Ruhe haben möchte vor dem ganzen anderen Volk, was so mit mir Urlaub machen will, dann gehe ich nach oben und dann kann ich mir das Leselämpchen anmachen und ganz gemütlich ein Buch lesen. So, unser Rundgang ist dann mal für heute beendet. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr das Fahrzeug euch mal ansehen wollt, kommt uns gerne besuchen. Ihr wisst, wo wir uns findet. In Dülmen. Am Graskamp 15. Diskutiert es gerne mit Freunden und Bekannten im Kommentar und bis zum nächsten Mal aus Dülmen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.
Lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Like, schreibt uns, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Wir diskutieren gerne mit euch. Und wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei sein wollt, unten auf Abonnieren klicken und danach nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Bis zum nächsten Mal.